Geil, ich hab die Tür Nummer 8. Das ist die beste Tür. 8 Beine hat Odins Pferd und bei Tolkien gibt es 8 Gefährten ohne Boromir und Jack Blacks Schild, das hat 8 Ecken. Octagon! Ja, jeweils Gameboy 8 waren's. Banjo-Kazooie, Grunte ihre Revanche, ist der dritte Teil der epochalen Saga um einen gutmütigen Bär mit frechem Vogel. Allerdings spielt die Handlung zwischen Teil 1 und Teil 2 und erzählt ein Zeitreiseabenteuer. Also, man tut so, aber ich fange mal von vorne an. Am Ende von Banjo-Kazooie stürzt die böse Hexe Grunthilda von den Zinnen ihrer Burg und wird unter einem Felsen begraben. Ihr trotteliger Assistent Klungo versucht vergeblich, sie zu befreien, doch ihm fehlt die Kraft dafür. Dann hat er scheinbar Simon the Sorcerer 2 gespielt und verfällt auf den Plan, seiner Herrin einen neuen Roboterkörper zu bauen, in den sie anschließend ihren Geist einfahren lässt. Aber damit nicht genug. Als nächstes entführt sie Kazooie und verschleppt den Vogel 20 Jahre in die Vergangenheit, um zu verhindern, dass sich Banjo und Kazooie je kennenlernen. Warum sie dafür Gegenwarts-Kazooie entführen muss, verstehe ich nicht. Aber ich verstehe auch sonst nicht, was der Plot soll, denn abseits des Intros spielt Zeitreise absolut keine Rolle. Ich hätte jetzt sowas erwartet, dass man abwechselnd Banjo und Kazooie in verschiedenen Zeitebenen spielt und die sich dann so über die vierte Dimension irgendwie helfen müssen, à la Day of the Tentacle, und ich würde Rare durchaus zutrauen, sowas hinzukriegen. Aber nö, Banjo reist einfach durch die Zeit hinterher, bekommt relativ schnell Kazooie zurück und dann absolviert man eben typische Banjo-Kazooie-Level. Versteht mich nicht falsch, das Absolvieren typischer Banjo-Kazooie-Level ist das Beste an diesem Spiel, so wie es sein sollte. Aber warum mussten wir erst eine Zeitreise machen, um dahin zu kommen? Grunty kommt als Roboter zurück, hätte völlig als Anlass für ein neues Abenteuer gereicht. Besonders weil abseits des Intros und ein paar der ersten Dialoge diese Zeitreise eben nicht mehr weiter relevant ist und quasi nie erwähnt wird. Aber genug der behelfsmäßigen Exposition, reden wir lieber darüber, weshalb man eigentlich ein Banjo-Kazooie-Spiel anfasst. Spaßiges Gameplay in kunterbunten, witzigen Welten und da liefert Gruntys Rache ziemlich gut ab. Gerade für eine GBA-Fortsetzung eines N64-Klassikers. Ich bin tatsächlich erstaunt, wie viele Moves der großen Geschwister es in dieses kleine Modul geschafft haben und es sich trotz nur 4 Tasten gut bedienen lässt. Das Level-Design und das ganze Pacing fühlen sich mehr wie Banjo-Kazooie und weniger wie Banjo-Tooie an. Und das ist einfach ein mega Pluspunkt. Das heißt nämlich, die Welten sind kompakt und fokussiert, sodass du quasi nie Leerlauf hast. Das Backtracking beschränkt sich zum Beispiel nur auf die Oberwelt, wenn sich dir irgendwo neue Wege öffnen. Aber innerhalb der Level kannst du alles in einem Abwasch erledigen, was dafür sorgt, dass es immer vorwärts geht. Das Repertoire wird auf die sinnvollsten und nützlichsten Fähigkeiten reduziert, statt 100 neue Moves, die nur dazu da sind, um unterschiedliche Schalter zu drücken. Nicht wahr, Donkey? In jedem Abschnitt gibt es 10 Puzzleteile und 100 Noten einzusammeln, die für das weitere Vorankommen entscheidend sind, und die Aufgaben, um diese Puzzleteile zu erreichen, werden zunehmend anspruchsvoller. Wobei der Schwierigkeitsgrad insgesamt eher niedrig ist. Das liegt weniger an den Aufgaben, sondern mehr daran, dass ein Scheitern praktisch nicht bestraft wird. Verlierst du deine ganze Lebensenergie, wirst du lediglich an den Anfang des aktuellen Ortes geschmissen, aber du behältst alles, was du bis dato eingesammelt hast. Ein endgültiges Game Over gibt es nicht und du verlierst niemals deinen Fortschritt. Ob es gut ist, den Spieler so zart anzufassen? Jein. Es stimmt, dass ich hier eher dazu geneigt war, ohne Rücksicht auf Verluste zu spielen, weil es eben keine Verluste gibt. Andererseits ist es auch einfach angenehm, nichts doppelt machen zu müssen. Müsst ihr wissen, wie ihr das findet. Lediglich der finale Bosskampf ist Rare-typisch, viel zu lang und ein echter Marathon. Neben dem Hüpfen und Kämpfen und Moves-Moven gibt es zahlreiche Minispiele, die allesamt unterhaltsam genug sind. Sie sind eine nette Abwechslung, machen Spaß und sind schnell genug vorbei, um nicht zu nerven. Sogar einer der Bosskämpfe wird auf diese Art gestaltet. Ein anderes beliebtes Element sind die Verwandlungen von Schamane Mambo Jumbo. Dieser Aspekt ist hier sogar einen Tick interessanter gelungen als auf den Konsolen. Denn dort waren die Metamorphosen immer nur auf ein Level und dessen nähere Umgebung beschränkt. Hier kannst du jede Gestalt in jeder Welt annehmen, sobald du sie einmal freigeschaltet hast. Wie üblich sind manche der Verwandlungen besser als andere, aber eine möchte ich hervorheben: den Tintenfisch. Yes, endlich mal was Vernünftiges. Damit meine ich, es ist immer schön, solche Gameplay-Ergänzungen zu bekommen, wenn diese mehr als nur einen Vorteil oder mehr als nur eine Funktion haben. Der Kopffüßer kann zum Beispiel besser schwimmen als Banjos langsames Hundepaddeln, er kann schießen und er ist immun gegen giftige Gewässer. Und er ist ein Tintenfisch, das allein ist halt schon toll.
Die Präsentation ist ebenso wie das Gameplay ziemlich gut gelungen. Ich bin zwar nicht der größte Fan der isometrischen Perspektive, aber die Wahl ergibt natürlich Sinn, wenn es darum geht, ein 3D-Spiel in eine zweidimensionale Form zu überführen. Allerdings kann es bei Sprungpassagen schwierig sein abzuschätzen, wie hoch oder wie weit eine Plattform von dir entfernt liegt. Besonders wenn es schnell gehen muss, darfst du dich deshalb auf einige neue Anläufe gefasst machen. Die Musik klingt genau passend und so, wie man sie sich von einem Banjo-Kazooie-Spiel erwartet. Nur eben etwas kleiner irgendwie mit weniger Instrumenten. Und auch, dass das typische Banjo-Kazooie-Gebrabbel drin ist, so als Pseudosprachausgabe, macht das ganze Spiel sympathisch. Lediglich der Maulwurf ist auf Dauer zu nervig, gerade weil er sehr viel Text hat. Der Humor, der hält sich auch eher an Banjo 1 denn an 2. Soll heißen, die Witze sind recht unschuldig mit hier und da ein paar frechen Spitzen des Spitzschnabels, anstatt wie bei Tui so eine Art Light-Version von Conker's Bad Fur Day zu versuchen, die dann weder Fisch noch Fleisch ist. Insgesamt bin ich froh, es gespielt zu haben. Es macht sehr viel mehr richtig, als ich erwartet hätte und hat mich aufgrund der guten und zügigen Progression durchgehend unterhalten. 8 von 10 Punkten. So wie mein Türchen im Kalender. Und da die Hexe Grundhilda auch auf dem GBA das Reimen nicht lassen kann, hier noch ein besinnliches Gedicht zur Weihnachtszeit. Lieber guter Zeitreisebär, dein Spiel, das ist nicht allzu schwer. Rare gehört nun Microsoft, darauf ein Gläschen Apfelmoft.